Hey, mein Name ist Tobi und ich zeige euch heute meine brandneue Beta 300 X-Trainer 2018. Gerade vom Händler geholt, ungefähr 4 Stunden alt. Wir haben einen genaueren Blick auf die X-Trainer. Ich erzähle euch, was die X-Trainer kann, was sie nicht kann. Was kam neu 2018 und ansonsten, ja, hier geht's los für euch. 300 Kubik, 2 Takt. Die Beta 300 X-Trainer, ein Enduro-Bike aus Italien mit einem 300 Kubik Zweitaktmotor. Die Sitzhöhe beträgt 910 mm, was 20 mm niedriger ist als die Sitzhöhe einer 300R. Das gute Stück bringt trocken 99 Kilo auf die Waage und fahrfertig 115. Der Motor weist eine elektronische Öleinspritzung auf, was ein Vormischen von Zweitaktkraftstoff hinfällig macht. Deshalb hat das Bike auch einen separaten Kraftstoff- und Zweitaktöltank. Zum Tank, dort passen 8,5 Liter rein, 1,5 Liter davon sind Reserve. In den Öltank passen laut Bedienungsanleitung 550 Milliliter. Wenn wirklich mal der Öltank leer sein sollte, man hat auch eine Reserveanzeige, dass einem nicht einfach das Öl ausgeht und man merkt es nicht und fährt trotzdem weiter und hätte somit einen Motorschaden auf kurz oder lang. Das Fahrwerk hat einen Federweg von 270 mm vorne wie hinten. Wir haben vorne eine 43 mm Upside-Down-Gabel und hinten ein Federbein mit einer Umlenkung. Das Getriebe hat 6 Gänge und wurde beim Modelljahr 2018 nochmals überarbeitet. Die Bremsen kommen direkt von der großen 300R und sind vom Hersteller Nissin. Vorne sitzt ein Zweikolben schwimmend gelagerter Bremssattel an einer 260 mm Bremsscheibe. Hinten ist es ein Einkolben schwimmend gelagerter Bremssattel an einer 240 mm Bremsscheibe. Der Öltank sowie die Batterie und die Sicherung sitzen unter der Sitzbank, die per Knopfdruck ganz einfach abgenommen werden kann. Somit muss hier nichts geschraubt werden, um an die wichtigen Teile zu kommen. Was hier sehr schön gelöst wurde von Beta, ist die Krümmerbirne. Diese sitzt sehr weit oben am Fahrzeug, wodurch man in engen Passagen nicht mehr so schnell an Hindernissen hängen bleibt. Was kam neu am 2018er Modell? Wie man unschwer erkennen kann, sind die Plastiks nun rot. Laut Beta wurde der Rahmen leichter gemacht und die Reifen wurden weicher. Ich dachte am Anfang, es sollten Golden Tire GT 216X verbaut sein. Jetzt habe ich gesehen, es sind die Shinko 216 MX drauf. Und ansonsten hat die Zweitaktreihe einen komplett neuen Motor bekommen. Dieser wurde verändert, dass die Leistung noch linearer abgerufen werden kann. Und das ganze Ding soll kompakter und leichter geworden sein. Zur Veränderung, die Hauptveränderung, was mich am meisten angesprochen hat, war die Kupplung. Die Beta-Kupplung bei den Vorgängermodellen war immer ein bisschen arg stiff. Ich habe da ein wahnsinniges Problem damit, warum ich auch die Kupplung, trotz dass sie leichter geworden ist, nochmal ändern werde. Dazu aber in einem anderen Video mehr. Zur Kupplung, ich habe damals den 2016er X-Trainer Probe gefahren und die Kupplung war wahnsinnig schwer. Die ging so hart. Geändert wurde die Kupplung an sich im Motor selber. Die ist schmäler geworden, somit auch leichter. Somit konnten sie den Motor schmäler bauen. Sie wurde von der Effektivität besser und laut Beta soll sie auch hohe Temperaturen besser handeln und besser standhalten als die Kupplung von den Vorgängermodellen. Ansonsten wurde geändert der Zylinderkopf, der Zylinder selber, das Bläuel wurde verstärkt, die Kurbelwelle wurde verändert. Also es wurde wirklich im Motor von A bis Z neu gemacht, die Auslasssteuerung wurde besser gemacht. Warum ich mich für die X-Trainer entschieden habe? Ja, ganz einfach. Ich brauche ein Enduro-Bike, was mir am meisten Spaß macht im langsamen, ja, in den langsamen Sachen. Ich komme aus dem schnellen Bereich, ich bin ewig lang Supermoto gefahren, habe es dann aufgehört, weil es einfach nicht mehr ging, aus gesundheitlichen Gründen. Ganz einfach, man ist nicht so schnell, man stürzt nicht so schlimm. Man kann sich zwar auch was wehtun, aber in der Regel ist deutlich weniger als bei den schnellen Sachen. Wenn ich bedenke, beim Erzberg-Rodeo, wenn die da unterwegs sind mit 140 teilweise auf den Zwischenetappen. Wenn man da fällt, dann hat man da noch lange Spaß von.
Deswegen habe ich mich für die X-Trainer entschieden. Sie ist leichter, sie ist schmäler, sie ist ein bisschen besser für die schwierigen Sachen auf jeden Fall als die große. Ganz klar, was ich an Beta richtig toll finde, es sind ein Haufen Sachen verbaut, die man bei anderen Herstellern extra nachkaufen muss. Ich habe hier ab Werk habe ich schon Map Select Switch, kann hier von normalen Mapping aufs Regen Mapping umschalten. Ich habe einen Lüfter, was bei dem Art oder bei der Art des Fahrzeugs auf jeden Fall Sinn macht, wenn es langsam zugeht, wenn man irgendwo im harten Gemüse drin ist, bevor die Karre überkocht. Normalerweise rüstet man Lüfter nach, hier kommt das schon mit, kann man sich auch wieder 150, 200 Euro sparen und dann noch Werkstatt, wenn man es nicht selber machen kann. Ansonsten hat man noch tolle Sachen wie CNC gefräste Gabelbrücke, da muss man bei anderen Herstellern muss man da direkt drauflegen, mehr zahlen. Was ich noch sehr geil finde, sind die Handgriffe hinten. Da kann man echt endlich mal sauber wohin lang. Die hocken auch nicht immer gleich mit Schlamm zu, weil wenn man hier mit der Hand angreift und das Bike umherlupft und man hat hier hinten lauter Schlamm, hat man es an den Händen. Und ein alter Enduro-Fahrer hat mir mal bei einem Rennen gesagt, wo es gepisst hat ohne Ende, nimm Lappen mit, Jung. Wenn die Hände schmutzig sind, hast ganze Rennprobleme, weil wenn du einmal die Griffe voll mit Schlamm hast, dann hält da nichts mehr vom Lenkerrutschen, ist denkbar doof, ist hoffentlich noch niemand passiert von euch, wenn doch, ihr wisst, wie dumm es ist. Von dem her, hier backt nicht der Dreck so rein, hier kann man die Karre sauber rumlupfen. Was auch geil ist, man kann die Sitzbank einfach im Handumdrehen abnehmen, einfach hier per Knopfdruck. Top gelöst, man muss nicht schrauben wie bei anderen Hard-Enduro-Modellen, kommt da direkt ran an die wichtigen Sachen. Öltank, die Batterie, die Sicherung. Man hat noch ein kleines bisschen Platz für anderes Zeug, wie eventuell ein bisschen Werkzeug oder ein extra Stundenzähler würde ich mir da ranklemmen. Und ansonsten, ja, ein geiles Bike, geil verarbeitet. Da können sich andere Hersteller ein bisschen was abgucken von den Schweißnähten bis zu sonst allem. Also man sieht schon, dass da ordentlich Wertarbeit drin steckt. Und was vor allem geil ist, der Preis. Ja, also dieses Bike kostet laut Liste 6.850 Euro von anderen Herstellern. Da bekommt ihr nichts. Da bekommt ihr gerade mal ein halbes Bike mit Motor. Von dem her, der Preis ist auf jeden Fall attraktiv. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal dem Martin Erli vom Enduro-Laden in Nürnberg danken. Bei dem habe ich das Bike gekauft. Super netter Kontakt, super freundlich. Es hat alles geklappt, ohne Probleme. Die Qualität hat gestimmt. Von dem her, der eBay-Shop, schaut mal rein, schaut mal in den Laden rein. Der hat geile Bikes, guter Beta-Händler. Ja, an dieser Stelle nochmal besten Dank und Grüße nach Nürnberg. Was jetzt noch kommt, ganz so Stock werde ich sie natürlich nicht belassen. Da wird es noch einiges an Änderungen geben. Motorschutz, Kühlerschutz, das Übliche. Ich werde noch eine Clake One Light Clutch verbauen, dazu aber ein extra Video. Das Ding ist einfach geil. Auf der anderen Seite, ich brauche das fast schon. Ohne geht's nicht, weil ich mir mal leider den Finger, die Kapsel ein wenig kaputt gemacht habe. Dazu im anderen Video mehr und auch zu den anderen Anbauteilen. Weil ich was erzählen, warum ich die kaufe, warum dieser Hersteller. Ich habe mir da lang Gedanken drüber gemacht und habe mir das Bike vorher ausgestattet, bevor ich es eigentlich gekauft habe. Habe jetzt zu Hause die ganzen Teile liegen. Ja, und werde es einfach abfüllen. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Sachen, am besten einfach in die Kommentare oder mir eine Nachricht schreiben, ist gar kein Thema. Oder wenn ihr irgendwas dran habt und eine Frage, warum machst du was anderes hin, warum benutzt du was anderes? In der Regel habe ich da eine verdammt logische Erklärung dazu. Und ich werde von den Herstellern nicht bezahlt. Ich bekomme da kein Geld für, dass ich da jetzt den und den Motorschutz hinbaue. Das kommt aus eigener Überzeugung. Und wenn da jemand Fragen hat, bin ich da ganz offen, dem zu erklären, warum, wie, was und wo, wenn ich es nicht direkt auch ins Video reinpacke. Ansonsten, das war so das Hauptding zu der Beta X-Trainer 300. Ihr werdet da noch einiges von sehen. Ganz neues Bike. Ich werde da jetzt erstmal die ersten Stunden drauf fahren, wenn ich kann. Momentan kann ich nämlich leider nicht. Ich habe die erste Woche, wo ich laufen darf, seit einer Weile. Von dem her, da kommt auf jeden Fall mehr. Vorab werden die ganzen Umbauten kommen. Ansonsten war es das mit dem Video.
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Bike, irgendwelche Anmerkungen, hey, ich möchte das sehen, hey, wie sieht's damit aus? Ich meine, wenn man das Bike selber nicht hat, ist es immer ein bisschen schwierig. Ich habe das genau gleich. Da hat man mal so Fragen zu irgendwelchen kleinen Sachen und denkt sich, boah, das würde ich mal gern sehen. Wie sieht's aus am Vergaser? Wie sind die Schläuche? Gibt's da irgendwas, was man ändern könnte, was man ändern muss? Von dem her, wenn es da irgendwas gibt, schreibt mir eine Nachricht, haut's in die Kommentare, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Gar kein Thema. Einfach sich bei mir melden. Und ansonsten, ja, eine geile Zeit. Gute Fahrt auf jeden Fall. Macht keinen Scheiß, macht euch nicht das Bein kaputt, so wie ich. Und dann sieht man sich bei den Videos, wenn es weitergeht, mit den anderen Sachen. In dem Sinne, bis denne.